Freunde, so, hier sind wir wieder auf unserem Hof und jetzt bauen wir den Kran ab und ich zeige euch, wie das geht. Abonnieren, liken, Glocke und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, jetzt geht's los, kommt mit. Jetzt mit System, jetzt mit System. Jetzt halt mal da oben hin, damit man schön sieht, dieses bedrohliche Gefühl sieht, wenn wir den jetzt ausheben. Ist alles okay. Jetzt versuche ich von hier unten zunächst die Bolzen zu entriegeln. Ja. Okay, ich muss hoch, es geht nicht anders. Jetzt schreien, dann werden wieder alle unter die Kommentare schreiben, um Gottes Willen, er bringt sich um Lebensgefahr. Das geht überhaupt nicht, das macht man überhaupt nicht. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Der muss ja runter jetzt, ne? Fachmann holen. Ich bin doch der Fachmann, du Ficker. Henry. Henry, zieh doch mal an dem rechten Seil hier. Ja, okay. Gut, 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 gut. Jetzt muss ich schnell weg. Jetzt muss ich schnell runter. Jetzt könnte mir der ganze Turm auf den Kopf fallen, wenn das Nackenseil reißt. Das wäre der Worst Case. Weil jetzt ist der ganze Teleskop entriegelt. Oh nee, ne? Oh nee, ich muss oben in die Kanzel die Scheibe zumachen. Du nimmst die Funke, niemand bedient diese Funke, hast du verstanden? Ja. Niemand, du hast sie in der Hand. Stell mal die Funke weg und zieh die Bolzen noch mal rein, das ist mir zu heiß sonst. Und wenn ich wieder runterkomme, ziehen wir sie wieder raus. Oh, jetzt, zieh! Ja, yeah, okay. Okay, jetzt in die andere Richtung ziehen. Ja, links oder rechts? Rechts. So, dann gucken wir mal. Was er macht. Henri, gehst du mal die Kabel, die jetzt lose werden, ne? Dass du die mal da so ein bisschen in Ordnung hältst, dass sie nirgendwo kaputt gehen. Läuft alles nach Plan? Bislang ja. Aber das dauert nicht lange, dann haben wir ein Problem. Warte es ab. Irgendwas stimmt nicht. Dieses Seil dürfte noch nicht auf Spannung sein hier. Das ist noch nicht dran. Ich glaube, irgendeine Rolle geht ein bisschen schwer. Jetzt siehst du hier, was hier so durchhängt, das Seil, ne? Das ist das Lastenseil zum Arbeiten, ne? Was haben wir denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Ah, ich weiß, was los ist. Hier ist garantiert ein Endschalter gekommen. Ja, ja, ich sehe ihn schon. Weil das jetzt durchhängt hier. Alles ist gut. Freunde, alles ist gut. Papa hat's im Griff. Ich hol mal ein Stück Gewindestange, Henry. Wir müssen die Katze sichern jetzt. Verschisse? Henry? Ja. M10 Mutter. Henry? Ja, Moment, wo ist er denn jetzt? Was hat er denn? Wo bist du denn? Hier hinten. Was machst du denn da? Eine Gewindestange suchen. Ja, hab ich doch. Ich brauche Muttern. Muttern, 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 Muttern. Muttern dafür. Siehst du das? Hier müssen zwei Muttern drauf. Muttern, 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 Muttern. Haben wir nicht, ne? Na klar. Das war alles. Kann ich dir die anvertrauen? Ja. Nicht benutzen. Ja, ja. Träumchen, Leute. So, weiter geht's. Die Laufkatze, na, das ist das Ding da, was sozusagen auf diesem Träger immer so hin und her sich bewegt. Und die müssen wir jetzt sichern, damit, weil das soll ja jetzt anklappen hier. Und der Laufkatzenmotor ist nicht gebremst. Das heißt, die kann sich jetzt hier bewegen, frei bewegen. Und wenn der sich also ankantet hier, dann rutscht die ja raus. Das können wir nicht riskieren. Deswegen muss ich jetzt hoch und muss das mal in Ordnung bringen. Das schmeißt du mir gleich hoch, wenn ich jetzt sage. Na, Henry? Oh ja, hier ist er schon ziemlich richtig. Warte mal. Ah, kriegst du mir nicht hochgeschmissen, wa? Kriegen wir das hin, Henry? Mit der Hand kriege ich ja die selbstsichernden nicht einen Gewindegang mehr drauf. Weißt du, wie ich meine? Weißt du, jetzt kann man mal gucken. Oben siehst du ja nicht, ne? Jetzt kann ich mal gucken, wie ist er so in Stand. Und wie
Sandstein? Einwandfrei. Einwandfrei, Digga. Und was kostet denn so ein Ding? Jetzt hier in dem Zustand, weiß ich nicht, zwischen 16 und 20, denke ich. Das ist ein akkurater Baukran, der hat ein Fahrwerk, der darf auf der Straße fahren, der hat TÜV. Hatte. Naja, wenn der TÜV kommt, dann macht er den nächsten Stempel drauf. Es ist ja alles heile. Du hast doch gesehen, wir haben doch heute gekrant hier. Es funktioniert alles. Alle Endschalter sind in Ordnung, alle Überlastschalter sind in Ordnung. Das Ding ist voll verzinkt. Da ist kein Rost dran. Das sieht nur so aus. Nur die Teile, die nicht halten, die haben ein bisschen Flugrost. Ich habe den gekauft für 6. Da war der aber Schrott. Da lief der ja nicht. Der war zusammengebaut, keiner wusste, wie aufbauen und Schrott. So habe ich den gekauft. Und jetzt habe ich da natürlich auch ein bisschen keine Funke, keine Schorisch. Alles neu gemacht. Die Karre ist einwandfrei. Na, wenn das Ding umfällt, habe ich vor allen Dingen den Schaden, dass ich da nicht weiterbauen kann. Dann brauche ich ja einen neuen. Es gibt sozusagen oben drehende Turmkräne. Die haben oben, hier ist ein Drehkranz. Darauf dreht der Kran. Okay? Es gibt welche, die haben das hier unten. Und es gibt welche, die haben das da oben. Da oben ist der Vorteil, du hast hier unten keinen Schwenkbereich. Wenn du also jetzt zum Beispiel in Nähe von Hochhäusern und in der Stadt sozusagen, dann willst du nicht, dass unten noch so Gewichte mitschwingen und drehen. Du willst es ganz schmal haben. Dann muss er oben nur drehen und hier unten starr bleiben. Verstehst du? Und der Vorteil ist, es ist weniger Last auf dem Drehkranz. Hier steht ja der ganze Turm noch auf dem Drehkranz. Das heißt, er hat sehr viel Gewicht aber auf dem Drehkranz. Das ist, ja. Da, ne, so. Der Nachteil bei den Kränen, die da oben sind, du brauchst einen größeren Kran, um ihn aufzubauen. Du musst ja die Gewichte da hochkriegen. Ne? Die Gewichte sind dann ja sozusagen oben hier hinten, der hat ja kein Nackenseil, die sind hinten am Ausleger dran. Ne? Auf der rückwärtigen, sozusagen auf der Rückenseite des Turmes. Und da müssen sie ja irgendwie hinkommen. Das ist nicht so ganz einfach. Es gibt auch welche, die können das selber, aber das ist eine komplexe Geschichte einfach. Und die sind auch wesentlich teurer noch, diese Kräne. Also die kriegt man dann nicht für 20, die kosten dann 250, ach reicht auch nicht. Jetzt zieht dieses Seil hier, das ist ein statisches Seil, das wird nicht bedient. Aber dadurch, dass der Turm jetzt hier rein rauscht in den inneren, ne, der äußere Teleskop rauscht jetzt hier rein, mit dem Gewicht zieht es jetzt den äußeren Ausleger, klappt es den jetzt an. Und das wäre gut, wenn das funktionieren würde. So, das ist jetzt nicht so gut da. Da muss ich jetzt gleich nochmal hin. Scheiße, die Scheibe ist wieder aufgegangen. Ich fick die. Das darf doch nicht. Okay, pass auf. Zwei Sachen. Ich muss das Seil da aus dem Y rausholen. Du hältst die Funke und niemand bedient sie. Das Seil muss aus der Y und die Scheibe muss vernünftig zu. Sonst knackt die uns da gleich weg. Komm schon. Komm schon, du Hundsohn. Ah. Ja. So ist das, denke ich, okay. Das schreit aber ganz schön laut heute. Siehst du, jetzt würde die Laufkatze ja nach unten hin rausrauschen. Siehst du das? Weil der Laufkatzenmotor nicht gebremst ist. Siehst du das? Da muss er jetzt einschnaggeln. Da. Zack. Da ist er drin. Hat er gepasst. Der Turm muss am Ende nach dahin kippen. Jetzt ist eigentlich so der Punkt gekommen, wo wir die Gewichte runterholen sollten. Das wird eine ganz schöne Nummer, weil wir zu zweit sind und du müsstest immer da hochklettern. Ja, das macht nichts. Okay. Vielleicht holen wir uns eine Leiter dafür oder so. Der hat jetzt Überlast. Ohne Ende auf dem Arsch. Ne? Das ist maximal scheiße für den Drehkranz. Da hat er maximale Reibung in so einer Situation. Verschisse, weil er nicht ausbalanciert ist, nach vorne den Ausleger hat. Und trotzdem dreht er noch. Dieser Kran ist in einwandfreiem Zustand. Ich fahre vorwärts hierher und dann nehmen wir anheben und so rüber die Gewichte. Einverstanden? Und deswegen habe ich auch hier die Stützen. Jo, so machen wir es. Ja. So, jetzt müssen wir erst einmal hier an der Einspritzpumpe müssen wir den Förderzeitpunkt auf früher einstellen und maximal
maximale Fördermenge, aber dazu muss ich, glaube ich, ein bisschen Gas geben. Warte mal. Zum Starten braucht der Bagger 24 Volt und im Betrieb 12. Dafür gibt es eine Umschalteeinrichtung. Ah, hier, jetzt. Achtung. Ah, okay, das ist ein bisschen problematisch. So. Oh, vielleicht. Gucken, ob es geht. Jetzt haben wir den Kran entlastet, das heißt, wir haben die Betonbelastung entfernt vom Nacken. Und jetzt müssen wir den ganzen Turm langsam nach hinten neigen. Und das machen wir als nächstes. Das werden wir als nächstes machen. Danach können wir das Fahrwerk anbauen. Und dann müssen wir mal sehen, wie wir ihn von den Spindelfüßen runterkriegen. Das weiß ich noch nicht so genau. Aber das ergibt sich immer alles so. Schisse. Siehst du, er dreht sich. Siehst du das? Dreht sich immer noch. Es ist einfach, dieser Kran ist einfach herrlich. Der Typ hier irgendwie, der hat eine Firma. Da sind irgendwie Leute, die arbeiten für den. Der nimmt sich hier einen Tag, um hier so ein altes, rostiges Teil irgendwie auszulassen. Das stimmt mit dem nicht. Aber Fakt ist halt sozusagen, ist, guckt euch das Gebäude an. Ich hätte das Gebäude ohne diesen Kran nicht bauen können. So ein Kran, wenn du den mietest, kostet in der Woche 1400 Euro. Der steht hier über ein Jahr. Das ist nicht, wäre nicht drin gewesen. Ich brauche ihn immer mal wieder. Ist ja nicht so, dass du den eine Woche lang brauchst, wie so ein Fertigteilhaus oder so. Sondern wenn du sowas baust, du brauchst den immer mal wieder. Du musst den Stahl innen drin montieren. Dann musst du, oder vorher musst du was von innen rausholen. Da irgendwelchen Kramusel, eine Beton mit einer Betonbombe. Dann wird Beton gemacht. Dann musst du ein bisschen mit der Betonbombe was reinbringen. Dann muss der Stahl montiert werden mit dem Kran. Dann kommt die Dacheindeckung, die Regenrinne, alles was hier irgendwie, Fenster müssen transportiert werden von A nach B und so weiter und so fort. Das hat alles der Kran gemacht. Der Kran hat das Haus gebaut hier. Nee, er steht nicht ganz richtig. Warte mal, werden wir gleich sehen. Also gleich nochmal drehen. Du nimmst die Funke, ich sag ab. Wenn ab, ja? Ja. Und langsam ab. Weiter. Ab! Ey! Langsam. Ja, weiter. Langsam, langsam. Ja. Immer die Hose rausziehen. Okay. Langsam ab. Alles gut, alles gut. Ich krieg's nicht raus. Das ist ein bisschen lose im Lastenseil, das ist nicht so schön. Für nachher, egal. Weiter ab. Ey, langsam. Stufe 1, Henry. Kabel, Seil durch die Gegend. Wo, welches? Das, was hier wackelt. Ja, das ist das Cut-Seil. Das ist egal. Weiter, weiter. Langsam weiter ab. Langsam ab. Schön, Henry, machst du das. Stopp. Was war das jetzt hier? Das war jetzt hier ein Nackenseil. Ja, den Bolzen lösen, dann kann man ihn hier raus. Ach ja. Und hier rausdrehen. Und ja, wir hatten noch Probleme. Ja, ich weiß wieder. Ich guck mal, ob ich hochkomme. Mach mal weiter ab. Hier eine bequeme Stiege für mich. So, stopp! Okay. Das schwingt jetzt hier aber ganz schön, du. Nee, ich brauche einen Durchschlag oder sowas. Er kommt so nicht. Also doch ein Durchschlag. Ja, aber haben wir nicht, ne? Ach, vertrau mir. Okay. Wow, okay. Hast du ihn? Ja. Ja, jetzt ist der andere drin. Heb ihn an. Jo, ist raus, alles klar, runterlassen. Wunderbar, wunderschön, super. So, Henry, ab.
Stopp! Ab! Stopp! Oh, fick die Hände. Weiter! Weiter! Stopp! Stopp, 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 stopp. So. So, Henry, warte, noch nicht, noch nicht. Ich will erst weg hier. Das blifft so. So ist das schick. Markus, da braucht man schon so ein bisschen Vertrauen in die Mitarbeiter, oder? Ich meine, er hat sich ja jetzt schon gehalten. Also ich vertraue ihm halt, dass er tut, was ich sage. Wenn er das macht, was ich sage, dann geht alles in Ordnung. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Aber bei Henry ging es noch immer. Naja, vorhin hat er mal auf und ab verwechselt. Das kann ja immer mal passieren, ne? Aber ansonsten klappt doch. Handbremse! Handbremse! Ja, im Himmel. Weil mehr als so kann ich ihm auch nicht zeigen, ne? Das Ding ist halt, das ist auch nicht das Originalfahrwerk. Das Originalfahrwerk konnte man dran lassen während des Betriebes. Das geht bei diesem hier nicht. Verstehst du? Was machst du denn da? Ich muss ihn hier noch mal ein Stück rausziehen. Ja, du. So, ja. Nee, weiter, viel weiter. Zwei, zwei Zentimeter nur. Ja, gleich. Der haut mir hier gleich. Ja. Der haut mir hier gleich die Hüfte kaputt. Was? Okay, so, jetzt bin ich schon mal hier drauf. Guck mal. Ja. Danke. Jetzt bin ich schon mal da. Ich mach dir jetzt mal einen ganz unkonventionellen Vorschlag. Ich setze den jetzt ab, ne? Ja. Dann mache ich die Gabel wieder ein bisschen breiter und dann gehe ich hier rein und hier rein. Das zieht sich doch wieder zusammen, Henry, das hat doch kein... Hör mal auf, Henry, hör auf, lass es, bitte, 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 nein, nein. Bitte, nein. Komm jetzt mit dem. Bitte, ich kann es so nicht. Ich kann es so nicht. Pass auf, hör zu, wir machen es anders. Und hier machen wir auch so. Nochmal durch hier. Jetzt vielleicht da hinten hin. So, was hältst du davon? Hm? Ja. Jetzt pass auf, jetzt wollen wir mal gucken. Sicher? Ja, schön, weiter. Komm. Ja. Yes, Baby. Was willst du? So, nämlich, genau. Jetzt renn damit. Renn doch! Aha! Du sollst das Geld nehmen. Henry Safosnik, Alter. Gib ihm! Yes! So, das war eigentlich mit der schwerste Teil. Alright, Bratanskis. So, ihr habt es also gesehen. So funktioniert das. So baut man so, so eine Monstermaschine ab. Das ist natürlich ein alter Kran und den zu warten und zu pflegen, das ist aufwendig und es ist auch, dauert lange, den abzubauen und so weiter und so fort. Mich würde mal interessieren, was ihr denkt. Ne? Einen neuen Kran zu bauen kostet Energie und nicht, braucht sozusagen, macht Emissionen. Macht es eurer Meinung nach Sinn, solche alten Maschinen zu behalten, zu hegen und zu pflegen, oder sollte man die wegkloppen und neue ist immer besser? Das würde mich mal interessieren, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Channel. Glocke war das und ach hier, ein Like oder was, ne? Ihr wisst schon Bescheid, wie das geht. So, ich wünsche euch was. Tschüssikowski. Freunde, hinter mir ist jetzt der Kran und jetzt sind wir losgefahren und hatten diese Teile vergessen, weil es war spät und es ist alles scheiße. Und dann haben wir leichte Schräglage bekommen. Mhm. Ja, was eine Scheiße, ey.